Hallo, in dieser Bastelanleitung zeige ich dir hier diese große Verpackung. Da bekommst du einiges rein zum Verschenken und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Mitbasteln. Für diese Bastelanleitung braucht ihr 2 Stücke Designerpapier und zwar in 6,5 mal 13,5 cm. Ich habe mir diese beiden hier aus dem Designerpapier Sonnendruck ausgesucht. Ich finde das richtig, richtig hübsch. Und ein Farbkarton in Marineblau. Den müssen wir jetzt erst einmal einkürzen. Und zwar auf genau 29 cm auf der langen Seite. Dann bleibt dieses kleine Schnipselchen hier übrig. Das könnt ihr wegschmeißen oder aufbewahren. Jetzt werden wir hier auf der langen Seite alle 7 cm falzen. Und zwar bei 7, bei 14 cm, bei 21 cm, und bei 28 cm. Und auf der kurzen Seite falzen wir bei 7 cm. So, das war es jetzt erst einmal. Die Papierschneidemaschine kann zur Seite. Wir brauchen jetzt ein Lineal und unser Falzbein. Denn wir werden jetzt 2 von diesen langen Rechtecken hier noch einmal falzen. Und zwar müssen wir uns dazu erst einmal Markierungspunkte machen. Ich nehme jetzt hier die erste Falzlinie, die unsere Klebelasche darstellt, und mache mir Markierungen bei 7 cm auf dieser Falzlinie, so ein Kreuzchen quasi. Und auch bei der zweiten Falzlinie, auch bei 7 cm. So, dann rutschen wir einen weiter, machen hier bei der dritten Falzlinie auch bei 7 cm eine kleine Markierung und bei der vierten auch. So, und wenn wir das haben, dann werden wir jetzt dieses Rechteck hier falzen und zwar von diesem Falzpunkt bis zu unserer Markierung auf der Seite. Und dann von dieser Ecke hier oben bis zu unserem Markierungspunkt bei 7 cm, sodass da ein Kreuz entsteht. Wunderbar. Dieses überspringen wir und machen das Ganze jetzt nochmal bei diesem dritten Rechteck hier. Also wieder von ganz oben bis zu dem Markierungspunkt. Und auch noch mal andersrum. So, jetzt haben wir hier 2 Kreuze gestaltet und jetzt müssen wir noch vom Kreuz bis da nach oben falzen. Und damit das einfacher geht, markieren wir uns jetzt hier den Mittelpunkt, jeweils bei 3,5 cm. Drücken wir unser Falzbein da jetzt nochmal ins Papier, damit wir da den Mittelpunkt erkennen können. So. Und dann wird nur noch gefalzt von der Kreuzung hier in der Mitte bis zu unserem Mittelpunkt. Einmal so nach oben.
Genau, das war es jetzt schon. Jetzt können wir hier einmal diese ganzen Falzlinien nachknicken. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt noch die Diagonalen. Und wenn wir das haben, können wir diese mittleren Stege noch falzen, indem wir die einmal so nach innen bringen. Ich tue mich hier heute ein bisschen schwer. So, jetzt können wir hier unten von dem Boden diese Klebelasche rausschneiden. Und die Klebelasche wird jetzt hier auch noch angeschrägt. So, dann können wir die Bodenteile bis zur ersten Falzkreuzung einmal einschneiden. So, und jetzt immer dort, wo wir auch das Kreuzchen haben, diese Quadrate lassen wir so ausgeklappt und da, wo wir eine gerade Fläche haben, die klappen wir ein. Dann schnappen wir uns nochmal die Papierschneidemaschine und legen das Papier hier bei 3,5 cm an. Und kürzen uns dann diese zwei Bodenlaschen einmal in der Hälfte ein. So sieht euer Stückchen Papier jetzt aus. Jetzt drehen wir uns das einmal auf die Außenseite und bekleben hier unsere geraden Flächen mit unserem Designerpapier. Ich nehme hier auch wieder einfach den Tombow-Kleber. So, richtig, richtig schön. Dann können wir auch Tombow-Kleber hier schon mal auf unsere Klebelasche geben. Nimmt da nicht zu viel. Und jetzt klappen wir das einmal in der Mitte ein und kleben das zusammen. Und wenn ihr richtig gut gefalzt habt, dann passt das jetzt auch richtig gut. So, dann wird das Ganze aufgestellt und wir klappen erstmal unsere schmalen Stücke in die Mitte ein. Und jetzt schauen wir, wo wir hier drin unsere Klebelasche haben. Die ist jetzt hier hinten. Das ist also unsere Rückseite.
Das heißt, bei der Rückseite klappe ich dieses Rechteck erstmal nach vorn. Und dann kommt hier Kleber drauf. Und das wird dann zurückgeklappt. Das hat auch einen Grund. Und zwar ist jetzt dieser Abschluss hier auch auf der Rückseite. Hier diese Abschlusskante. Das ist immer ein bisschen schöner, wenn ihr diese ganzen Abschlusskanten, die nicht so schön rund sind, hinten habt. Von innen könnt ihr mit eurem Papierfalter gegendrücken. Und jetzt kann man das Ganze hier schon perfekt zusammennehmen. Und dann ist das eure Verpackung. So sieht die aus, wie ein dicker Diamant quasi. Ich weiß nicht, ähnlich, oder? Die hat eine sehr komische Form. Ihr könnt das auch andersrum machen, so dass ihr das quasi hier alles nach außen bringt. Dann habt ihr eine große Tüte. Oder ihr wollt diese schöne Form, dann macht ihr das so rum. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir hier ein Loch reinstanze hier oben. Dazu habe ich meine Crocodile. Ich fasse das alles hier oben zusammen. Und da könnt ihr euch jetzt entweder hier mittig ein Loch stanzen, so wie ich, oder ihr stanzt euch zwei Löcher, damit ihr dort eine Schleife anbringen könnt. Ich möchte das aber quasi so zusammenbinden wie einen Tag. Und dazu habe ich mir Band ausgesucht. Und zwar einmal dieses Glitzerband hier in Nachtblau. Das stecke ich mir da jetzt durch. Dann kann man das so zusammendrücken, das Ganze hier oben zusammenfassen und quasi mit der Kordel in Nachtblau mache ich da jetzt einen Knoten. Das ist ein bisschen tricky mit nur einer Hand. Aber das kann man sich hinterher auch alles noch zurechtzuppeln. Ihr könntet auch erstmal damit hier einen Knoten machen. Dann ist das nicht mehr ganz so rutschig. Einen einfachen Knoten, damit der Beschenkte das hier natürlich, ohne es zerstören zu müssen, wieder aufbekommt. Manchmal braucht man echt einen dritten Arm, oder? So, jetzt habe ich es aber. Fast. Ich habe es geschafft. So, dann können wir hier eine schöne Schleife binden. Nehmt euch dafür Zeit. Manchmal kann man an diesen Schleifen hier schon verzweifeln. Sprachstörungen habe ich dann heute auch noch. So, so sieht das jetzt bei mir aus. So wollte ich das auch haben. Und jetzt kommt hier noch ein schöner Stempelspruch hin aus der Sonnendruckreihe. Ich habe hier wieder ein Reststück in Grundweiß und hier das Stempelset. Da ist der Spruch drin, ein herzliches Dankeschön. Ihr könnt auch beste Wünsche und viel Glück nehmen. Das ist auch sehr, sehr hübsch.
Ich nehme mir das Stempelkissen in Nachtblau und montiere mir den Stempel hier auf meinen Klarsichtblock. So, wunderschön. Das Ganze kürze ich mir jetzt hier noch ein. Und dann wieder natürlich meine Umrandung für dieses Stückchen Papier. Anders geht es bei mir nicht. Und ihr seht, ich verwende sogar Reststücke, wo ich mich hier hinten verstempelt habe. Das sieht man hinterher nicht. Denn da auf diese Seite, wo ich mich verstempelt habe, kommen jetzt Dimensionals draufgeklebt. Und dann klebt das auf unserer Verpackung. Und das wird gar keiner merken. So, das klebt ihr euch jetzt hier einfach unten dran und schon ist eure große, dicke Verpackung fertig. Also hier kriegt ihr wirklich einiges rein, auch größere Geschenke. Ja, und auch hier wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.